So, hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial, in dem ich euch zeige, wie man sich einen automatischen Güterbahnhof baut. Dafür fülle ich jetzt hier gleichmäßig in die Kisten ein bisschen Eisenerz rein. Und sobald ich das gemacht habe, kommen dann vom Depot aus die ganzen Minecarts an. Das erste Minecart fährt direkt durch zur Befüllungsstation. Die anderen warten davor so lange, bis sie da reinkommen. Ja, die Befüllung geht über vier Hopper. Das geht relativ schnell. Und irgendwann wird das wird durch ein Tageslicht dann so gesteuert. Fährt das Minecart auch los. Sieht man jetzt gleich. Jetzt fährt es los. Und das nächste rückt danach. Ganz einfach eigentlich. Und da vorne sieht man dann die Minecarts in der Warteschlange. Das geht auch alles relativ reibungsfrei. Ja, hier wird es dann befüllt. Geht auch relativ schnell mit ja, vier Hoppern gleichzeitig. Und das Tolle ist, sobald der gesamte Apparat leer ist, also sobald da keine Items mehr in den Hoppern oder Kisten drinnen sind, dann fahren alle Minecarts automatisch los, sodass es da keine Staus gibt und alle Minecarts sofort in das Depot weitergeleitet werden. Jetzt ist es soweit, das Minecart ist komplett vollgefüllt und in der Beladungsstation gibt es jetzt keine Items mehr. Deswegen werden alle Minecarts sofort abgestoßen und jetzt begeben sie sich auf die Reise in Richtung Entladungsstation. Ja, alle Minecarts werden hier vorher wieder in eine Warteschlange gestellt, falls da jemand sein sollte. Das Minecart bewegt sich jetzt im Kreis und unter den Schienen sind Hopper dadurch lädt sich das alles ab und die Items werden unten in die Kiste reingefüllt, ganz unten. Da staut sich alles unten auf, sodass man dann in aller Kiste alle Items hat. Sollte die voll sein, staut sich das oben auf und hier fährt das Minecart jetzt so lange im Kreis, bis es komplett leer ist. Sobald es da kein Signal mehr ausgibt an der Weiche, fährt es weiter ins Depot und dann sind wir auch fast schon fertig. Jetzt ist das Minecart leer, dann fährt es zurück und zwar zur Weiche vom Depot, da wir keine Items mehr drin haben in, dem, in der Befüllungsstation. Fährt es automatisch ins Depot rein, stellt sich da ab und stellt eine Weiche, dass alle anderen Minecarts auf ein anderes Gleis weitergeleitet werden. Und damit haben wir die Schaltung auf ganz von Anfang zurückgesetzt und können jetzt beginnen, wie man das Ganze aufbaut. Wir beginnen mit einer vier block tiefen Grube. Da tun wir ganz in die Ecke einen Tageslichtsensor rauf. Danach kleisten wir das alles mit Blöcken voll. Und darauf tun wir dann später Redstone. Die Schaltung ist wichtig dafür, dass wir später ähm, die. Rail ab und zu mal bepowern, so dass die Minecarts automatisch irgendwann losfahren. Das Ganze funktioniert wie eine Glock, die sehr sehr langsam läuft. Man kann auch mit ganz vielen Repeatern, Repeatern arbeiten. Das dauert aber natürlich sehr lange. So, jetzt haben wir da Repeater hingesetzt im Abstand von drei. Ganz am Ende sind nur noch zwei Blöcke, weil sonst der Tageslichtsensor die, die, letzte, die letzte Fackel nicht mehr bepowern kann, wenn er voll ausgefahren ist. So, dann wichtig ist, dass wir da Shift drücken, während wir die Blöcke auf den Repeater draufsetzen. Hier habe ich schon mal das vorgebaut. Dann noch mal dahin und dahin. Das sollte relativ einfach zu machen sein. Jetzt tun wir da überall Redstone rauf, das ist wichtig für den Tageslichtsensor. So, überall hin, überall hin. Da nochmal am Ende. So und so und so und so. Als nächstes setzen wir da wieder da ganz normale Repeater hin, wie sie auch standardmäßig vorhanden sind. Da einen hin, da einen hin und dort einen hin. Dann tun wir da noch Redstone-Fackeln hin, das sehen wir gleich. Jetzt einmal da eine Redstone-Fackel hin. Da habe ich sie schon gesetzt, da auch da auch jetzt gleich so und so und so und als nächstes tun wir dann eine Blöcke rauf einmal so einmal genau so einmal rauf tun dann noch mal hier dann noch mal da und dort auch da habe ich es bereits gemacht. Und am Ende noch mal ganz kurz. So, dann sind wir schon mit der ersten Sache fast fertig. Jetzt kommen dann die Redstone-Fackeln drauf. Von denen ist immer eine einzige nur an. Das heißt immer, es wird halt regelmäßig ein Signal ausgesendet. Dann auch wieder nicht. Das funktioniert sozusagen wie als wenn wir da ein Männchen hinstellen würden, was mehrmals am Tag einen Schalter an- oder ausmachen würde. Jetzt haben wir da noch die Verbindungen. Wir verbinden die ganzen Fackeln miteinander. Das sieht man sehr gut jetzt hier. Dort kommt gleich Redstone rauf. Warten wir ganz kurz ab. So, jetzt kommt der letzte hin, wie ich schon gespoilert habe. Bam, bam, bang, 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 bang. So, damit haben wir alles verbunden. Als nächstes kommen wir zu einer Schaltung, die dafür sorgt, dass das Signal von dem Schalter nur kurz weilt, damit halt nicht andere Minecarts, während die Ray bepowert ist, nachfliegen, sondern das Signal ist sehr kurz. Wenn man jetzt hier ähm, rechts unten, das ist jetzt wieder verschwunden, dort ist es so, dass wird das Signal angeschaltet und diese Schaltung, die wir jetzt bauen mit den Repeatern, ist ein bisschen verzögert und diese schaltet das Signal wieder aus, damit das Minecart weiterhin befüllt wird. Das sieht man dann gleich. So, da kommt kein Repeater hin, sondern nur Redstone. Und hier bauen wir den Schalter, der sehr ist, das wird halt ähm, dort schließen wir jetzt sozusagen zwei Schalter an. Die rechte Seite sorgt dafür, dass es angeschaltet wird, aber die ähm, linke Seite sorgt dafür, dass es wieder schnell ausgeschaltet wird. Das ist eine spezielle Schaltung. Wenn ihr den Ersteller davon sehen wollt, dann guckt mal in die Beschreibung rein. Das ist nicht von mir die Schaltung. So dieses System sozusagen. Da brauchen wir Slabs. Alles, also es ist wichtig, dass da Slabs hinkommen und hier oben noch mal Blöcke rauf, damit sich diese Redstone-Signale nicht miteinander verbinden. So, dann auf der anderen Seite kommen da wieder Redstone-Fackel hin. Und auch ein bisschen Redstone, das seht ihr ja hier. Einmal Redstone, einmal Redstone, einmal eine Fackel. Dann umgekehrt unten, da eine Fackel. Dann nochmal eine Fackel und in der Mitte Redstone. Und das verlegen wir dann runter, am besten so. So wie es jetzt hier gebaut wurde, ist hier am kompaktesten. Wenn ihr mehr Platz habt, müsst ihr nicht so platzsparend arbeiten, wie ich das hier getan habe. Dann invertieren wir das Ganze. Einmal so, Block hinsetzen und eine Fackel ran. Und dann invertieren wir das gleich nochmal, einfach nur damit es kompakt gebaut wurde. Einmal Redstone verlegen und damit ist der erste Teil der Schaltung schon fertig. Jetzt sorgen wir dafür, dass das Ganze auch mit Schienen ausgestattet wird. Dafür legen wir auf den Hopper eine Schiene rauf, gleich wieder abgebaut, denn da, muss, da darf gar keine Schiene sein. Jetzt tun wir da einen Comparator rauf, der ist gerade falsch angeschlossen, den tue ich gleich wieder richtig rum. So, dann können wir da schon mal wieder ein paar booster hauen, hinhauen, damit die Minecats sehr schnell losfahren. Das kann nämlich zum Problem werden, wenn die Minecats nicht schnell genug rausfahren, dann kollidieren die ganzen und das wollen wir ja nicht haben, weil sobald da irgendwas kollidiert, ist das gesamte System außer Kraft gesetzt. Wenn man alles so baut, wie es da gebaut wurde, dann kann das aber eigentlich nicht passieren. So, da kommt jetzt eine Booster-Rail, äh, eine detektor hin. Die sorgt dafür, dass das Minecart, wenn es rausfährt, nicht wieder dahin geschoben wird, wo es zurückkommt, sondern dass die Weiche gestellt wird und dass es dann den Ausgang sozusagen passiert. Ähm, es kann sein, wenn ihr die Schaltung nicht in der genauen Richtung baut, wie das hier, dass ihr das anders bauen müsst. Dann könnt ihr, dann könnt ihr die booster sozusagen äh, diese detector weglassen und ähm, könnt ihr die woanders hinbauen. Das kann ich dann später nochmal erklären. So, jetzt bauen wir überall Hopper rauf. Die müssen alle in Richtung der Schiene zeigen, sonst werden die nicht befüllt. Sieht man auch gerade, wie ich das mache. Am besten einfach so nachmachen. So, danach sorgen wir dafür, dass da ähm, dass die Hopper ein Signal ausgeben. Das Signal brauchen wir dafür, zum einen dass wir ähm, dem den Schienen sagen, wenn der, der, wenn der Hopper leer ist, dass wir irgendwann die dauerhaften Powern, sodass da kein Stau entsteht. Und zum anderen brauchen wir diese Comparator dafür, dass das Depot Bescheid weiß, wenn da was drin ist. So, jetzt bauen wir hier mit Repeatern. Das wird alles verbunden. Es muss man nicht unbedingt erklären, was da passiert. Jedenfalls kommt da irgendwann ein Signal hin. So, und dann der, der, der Repeater hier gerade eben das ist nicht wirklich wichtig. Kann man aber trotzdem setzen, wenn einem das gefällt. Das Ganze invertieren wir nochmal ganz kurz. Und damit sind dann gleich die ersten zwei Hopper schon mal an das System angeschlossen. Wir invertieren jetzt nochmal das hier. Invertieren es direkt zurück. Das mache ich nur, um Platz zu sparen. Wenn man mehr Platz hat, kann man das auch so machen, dass da die Inverter weggelassen werden können. Dann ist aber wichtig, dass man da noch Repeater anschließt. So, hier nochmal eine weitere Invertierung. Das muss alles sein, um schön viel Platz zu sparen. So, dann noch eine Fackel ran. Und jetzt sind alle vier Hopper an das System angeschlossen und sagen, sobald sie leer sind, sagen die den Powerwaits, dass sie auch wirklich da... Bepowern können, sodass die Minecarts direkt rausfahren, wenn da keine Dinger drin sind. So, jetzt setzen wir hier die Hopper rauf, sodass wir da die Kisten haben, raufstellen können. Das kann man alles schön verkleistern, das sollte alles gehen. Jetzt setzen wir noch die Kisten rauf: einmal zwei normale Kisten und einmal zwei Trap Chests, damit man die direkt nebeneinander legen kann. Und das kann man auch so verschieben, wie man will. Einfach noch ein paar Hopper mehr anschließen. Ich habe das jetzt sehr hoppersparend gebaut, aber das kann man alles noch umleiten, wenn man sich ein ganz bisschen mit den Hoppern auskennt. So, jetzt noch mal ganz wichtig, dass man da noch einen vestum block hinlegt. Äh, ein normales Vestum meine ich natürlich. Damit das Ganze auch funktioniert, das hatte ich davor vergessen. Aber wir widmen uns jetzt sofort der weiteren Schaltung. Und zwar brauchen wir hier T-Flip-Flops. Wir haben, das funktioniert so, dass Card fährt rein. Dann kommt es auf eine detector rail rauf. Damit schließt sich eine Weiche. Das sieht man dann alles im Endeffekt später. Hier legen wir die Redstone gerade dafür, für, diese, die, die, für die detector rails die noch kommen. Die bauen wir jetzt auch direkt ran. So, das sieht man dann alles gleich, wozu das nützlich ist. Erstmal bauen wir das ganz stur einfach nach. So, dann können wir schon mal ein bisschen das Fundament für die Gleise legen. Da kommen jetzt die Detector Rails rauf und dann machen wir daneben direkt noch mal eine B B B Power Rail, damit das Ganze in Schwung kommt. Weil sobald der Schwung verloren geht, kann es passieren, dass Minecarts kollidieren und das wollen wir natürlich nicht machen. So, mal kurz noch Booster jetzt raufgehauen und die Strecke schon mal ganz bisschen vorgebaut. So, jetzt kümmern wir uns um den T-Flip-Flop, aber davor legen wir nochmal direkt den Wetstone von der Weiche da aus. Das System wird dann gleich erklärt werden. So, dann kommen die Sticky Pistons zum Einsatz. Das ist ein ganz normaler T-Flip-Flop, einmal ein Piston da, dann nochmal eine da, dann noch ein Block dazwischen geklatscht, oben einer rauf, dann noch ein paar wetstone fackeln gleich ran. So, und dann nochmal so, und nochmal Wetstone mit das Ganze verbunden. So, und dann ist das Ding auch schon fast fertig. Doch, es ist gesamt fertig, der ganze T-Flip-Flop. Dann gucken wir nochmal noch mal nach, ob alles richtig ist. Und jetzt kümmern wir uns ums, um das nächste Segment. Und zwar ist das die Weiche. Wenn jetzt ein Minecart auf die erste, da sieht man direkt schon das davor, wenn ein Minecart auf diese erste Boosterbell da vorne fährt, wird, das die Weiche, wird die Weiche umgestellt. Jetzt brauche ich nochmal das Ganze hier ab, weil ich da eine, äh, einen Bock zu weit gewesen bin. So geht das lang, aber hat, das, hat keinen weiteren Ausfluss, Einfluss, eher gesagt, auf das ganze andere System. So, dann kommen da schon mal Schienen rauf. Da fehlen noch ein paar booster -Bates. Das kann ich dann aber später alles zeigen. So, und jetzt gucken wir uns dann gleich die Weiche an, während ich hier noch alle Schienen zu Ende lege. Muss ja der Vollständigkeit halber auch sein. So, und zwar, wenn jetzt hier der Block gelegt wird. Da, jetzt kommt da gleich eine Weiche hin. Dort machen wir jetzt ein 3x3-Quadrat. In der Mitte kann das frei bleiben und beliebig gefüllt werden. So und von da aus kommt da gleich noch ein Detektorway rauf. Erstmal da ist die Bepauerung. die letzten Fackel unter dient nur der Bepauerung. So, dann wird ein Kreis gebaut. Wichtig ist, dass diese Schiene da eine Detektor hin. Diese Schiene, die jetzt gerade fokussiert wurde, die muss so, so sein wie jetzt. Wenn sie andersrum zeigt, muss man die nochmal manuell verlegen. Aber das für alle, die sich mit Schienen ein bisschen auskennen, die wissen, wie das geht. So wie es jetzt dargestellt ist, so muss das auch sein. So unter der Detektor kommt dann der Redstone lang. Und das ähm, Problem ist bei, dem ganzen, bei der ganzen Sache ist, dass das Redstone-Signal nicht lang genug ein, äh, aushält. Deswegen müssen wir da ein bisschen das künstlich verlängern, indem wir jetzt hier rechts oder geradeaus jetzt gesehen. Das Ganze mit Repeatern, die voll ausgefahren sind, verlängern. Auf der anderen Seite kommen normale Repeater hin. Und diese verbinden wir jetzt ein bisschen mit Redstone. So, so, so und so. Immer weiter, immer weiter. Dann gibt es hier einen Tunnel wieder, damit alles sehr kompakt gebaut wird. So und da. Bis zur nächsten Redstone-Fackel, die dann die Weiche stellt. So und dann wird das alles weitergebaut. So, 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 so bis wir dann das Ding bepowern. So, und da, da befindet sich jetzt die nächste Weiche und wenn in dem ersten Kreis sich ein Minecart immer bewegt, dann löst es dauerhaft die Detector Rail aus und somit sagt es dem Minecart, was auf der zweiten Warteschleife steht, dass da noch ein Minecart ist und dass es warten muss. Bei der ersten ist es das so, dass das System ist bei der ersten Warteschleife anders. Wenn sich ein Minecart im Depot befindet, ich baue jetzt gerade hier schon den zweiten Kreis auf, der ist eigentlich fast genau identisch. Bloß wichtig ist dabei, dass das Ganze ein weiter nach hinten verlegt wird, weil sonst vom Platz sich hier Aber wenn ihr alles so macht, wie im Tutorial beschrieben, sollte es da keine Probleme geben. Bei der ersten Warteschleife die Beschleifer, die genau vor der Befüllungsstation ist. Wenn dann ein Minecart sich drin befindet, bevor es dort reinfährt, löst es mit der Druckplatte den T-Flip-Flop aus, der die Weiche stellt. Und sobald es wieder rausfährt, sagt es dem Redstone-System, dass kein Minecart mehr drin ist. Und dann kann automatisch ein Minecart nachkommen. So, jetzt bauen wir das Ganze mal hier auf. Im Prinzip genau das gleiche, nur halt, dass ein Abstand gelassen wird. Weil ansonsten jetzt hier das links oben im Bild, diese Redstone-Leitung, die würde sonst behindert werden. Und das wollen wir natürlich nicht machen, deswegen bauen wir das hier mal ein weiter weg, aber wenn ihr alles so macht wie im Tutorial, sollte es da keine Probleme geben. So alles nochmal fertig, nochmal einen normalen Repeater hingesetzt, hoffentlich. Doch habe ich gemacht, sehr schön. Da noch ein hin mit Redstone das Ganze verbunden, wieder den schönen effizienten platzsparenden Tunnel genutzt. So und wieder runter und später kann man das auch alles überdachen, weil das tief genug gebaut wurde. Die Grube ist glaube ich drei beziehungsweise zwei tief, aber das sieht man ja alles sehr gut. So nochmal hier an die Redstone Fackel das Ganze angeschlossen. So. Mal ein bisschen warten. So, das ist falsch. Das sehe ich gleich. Falsch, falsch, falsch. So ist es richtig. Und jetzt wird auch das nächste bepowert. Das nächste, dieses letzte Segment der Warteschlange, müssen wir nicht mehr mit einem mit Detektor-Welt ausstatten, weil da muss ja kein Guide mehr nachkommen. Wenn ihr noch mehr Sachen da anschließen wollt, dann müsst ihr einfach das gleiche Prinzip anwenden wie bei der zweiten Warteschlange. Das sollte eigentlich jetzt klar sein. Ansonsten, ja, schafft ihr das schon. So, dann machen wir nochmal hier mit hin. Schien das alles rum. So wie es hier gemacht, werden, äh, gemacht wird, müsst ihr das nachher auch machen. Und jetzt ist die Warteschlange fertig. Jetzt kümmern wir uns um das, um das Depot. Denn sobald irgendwelche Items in die Hopper gelegt werden, wollen wir sicherlich auch ähm, dem Depot Bescheid sagen, dass dort Minecarts da sind. Deswegen tun wir jetzt da Repeater hin. Das Signal muss verlängert werden, weil das hier lange ist. Hier müssen wir aufpassen, da ich das sehr kompakt gebaut habe. Behindert die Schaltung der Warteschlange, die Schaltung für, die, für das Depot. Deswegen setzen wir da oben einfach Blöcke drauf und dann hat sich das Ganze. Jetzt legen wir die Redstone-Schaltung weiter, wieder mit Repeatern, damit das Signal schön anhält. Bäm. Bang, Bang, die bang, bang. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Hier setzen wir wieder einen Repeater hin. So und so. Immer weiter, immer weiter. Ja, je nachdem, wie lange die Strecke zum Depot sein soll, jetzt kommt hier zum ersten Mal ein Inverter hin. Der macht dann, sorgt dann dafür, dass die Weiche gestellt wird. So, diese Weiche sorgt dafür, dass wenn Items drinne sind, ähm, zeigt die Weiche vom Depot weg. Sieht man jetzt. Jetzt zeigt sie zum Depot weg. Sollte da jetzt was, ähm, nee, er zeigt die, doch, er zeigt sie zum Depot weg. Sollte da was drin sein, zeigt, äh, sollte da nichts mehr drin sein, zeigt sie zum Depot, dass wenn da nicht, keine Items mehr drin sind, fahren die Minecarts automatisch ins Depot rein. Ja, dann geht noch eine weitere Sch ähm, Schiene davon ab. Sieht man jetzt gerade die ganzen Repeater, sehr viele an der Zahl. Sieht man wieder gleich, da ist noch mal die Schaltung für die Weiche und die Repeater. Diese Repeater sorgen dafür, dass die Minecarts nicht gleichzeitig alle losfahren, sondern dafür, dass die ein bisschen zeitversetzt losfahren. Das Minecart, das sehr nah an der Strecke ist, fährt zuerst los. Hier muss man kurz gucken, so ist das gebaut worden. Den World Save findet ihr auch in der Beschreibung, damit ihr das alles schön nachbauen könnt oder halt mittels Tutorial das Ganze machen könnt. So wichtig ist dabei, dass dieser Block, den ich gerade weggenommen habe und wieder hingesetzt würde, dass der da auch so ist. Denn das Problem dabei ist, dass sonst die Redstone-Schaltung da behindert wird. Und den Block, den ich gerade eben gesetzt habe, der muss ein Slab sein. Ansonsten wird die Redstone-Schaltung abgekappt und das wollen wir ja nicht haben. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht mehr. So und dann kommt das nächste. Ja, hier funktioniert das gleiche Prinzip. Wenn wir jetzt weitere ähm, Depot Plätze noch anschließen wollen, immer mit drei Repeatern, das Ganze wieder rein, drei Repeater, das Ganze wieder rein und am Ende noch mal eine Auslaufschleife, falls mehrere Minecats, warum auch immer, da reinfahren sollten, dann ist da kein Platz mehr, dann fährt das Minecart wieder raus und sucht sich einen anderen Platz, wenn wir mit mehr als vier Minecats arbeiten. Aber eigentlich ist diese hintere Spur sogar sinnlos, aber falls irgendwas anderes noch angeschlossen wird, ist das gar nicht so schlecht. So, wir, das ganze Prinzip basiert wieder auf die flip flops Wenn ein Minecart ins, ins Depot reinfährt auf, seine, auf seinen Platz, löst es die Weiche aus, die sagt dann, das Minecart soll... Hinterherfahren, das demonstriere ich jetzt auch nochmal gleich. Mit einem Kisten-Minecart. Wenn ich das jetzt da rauf stelle, oder wenn es halt drüber fährt, stellt sich die Weiche automatisch um. Und jetzt, jetzt fährt es rein. Das war jetzt nochmal das Prinzip des T-Flip-Flops. Ganz normal T-Flip-Flop. Da sollte es eigentlich keinen Nachholbedarf geben. Wenn ich jetzt ein Minecart reinschubse, hoppala. So, dann stellt es die Weiche. So, jetzt wird es reingestellt. Wenn jetzt noch ein zweites Minecart kommt, das stelle ich jetzt ein. Dann kommt es nicht mehr da rein, sondern geht da wieder rein. Automatisch durch den T-Flip-Flop wird das Ganze wieder so umgestellt, dass das nächste Minecart dann auf den dritten Platz fährt. Und den vierten Platz brauche ich gar nicht mehr zu zeigen. Denn das Prinzip sollte jetzt eigentlich klar sein. Wenn die Minecarts wieder rausfahren, ist da in der ähm, linke, der Link, die linke Booster Rail, die linke Detector Rail, Entschuldigung, die sorgt dafür, dass die Minecarts wieder den, den Poolplatz frei machen und sagen, da ist was frei, sozusagen. Ja, wie der, der, die Flipflop ist sehr kompakt gebaut. Das hat man jetzt gesehen. Und jetzt kümmern wir uns darum, wenn ich jetzt nochmal reinschmeiße, das sieht man nochmal ganz kurz, dann fahren die Minecraft los, so soll es ja sein. Sie kriegen das Signal von den Hoppern und dann fahren sie los und sorgen dafür, dass die Items transportiert werden. Und da jetzt nichts mehr drin ist, fahren die wieder ganz normal los, wie wir das am Anfang auch schon gesehen haben. So, alles schön. Nur da fehlen jetzt die Boosterwells. Wir sehen schon, die Minecarts stauen sich auf. Das wollen wir nicht haben, denn da fehlen ganz viele Boosterwells. Dafür habe ich jetzt mal ein Experiment vorbereitet. Das sieht man hier. Und zwar ist es wichtig, dass man spätestens alle 15 äh, Schienen eine Boosterwelt setzt. Ich habe jetzt hier ein vollbeladenes Minecart. So, da. Ein vollgeladenes Minecart mit ganz viel Gras, die Holland-Edition. Und ein leeres Minecart. Und da machen wir mal ein Experiment. Wir bepowern beide. Die Strecke ist identisch und nach 15 Blöcken zischt das leere Minecraft ab, das volle Minecraft bremst automatisch ab. Das heißt, wenn wir mal irgendwann das Problem haben, dass die leeren Minecraft von hinten anschubsen wollen, das wollen wir nicht haben, deswegen setzen wir spätestens alle 15 Blöcke da eine Boosterwe rein. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ungefähr 15. Das ist die ungefähre Ma das sind die ungefähren Maße. Dort kommt eine boosterwehr hin. Dadurch haben wir nicht das Problem, dass ich irgendwie da die Minecarts kollidieren. Klauen wir uns die Boosterbälle, setzen sie hin und jetzt sollte da alles in Ordnung sein. Die anderen Boosterbälle müsst ihr da selber setzen. Ich denke mal, alle können bis 15 zählen. Da sollte es keine Probleme geben. So, die Wartestange, die wir dort verbauen, habe ich ja bereits gezeigt. Deswegen überspringen wir das Ganze. Hier sieht man nochmal einen Unterschied. Und zwar muss da ein Inverter rein. Der Inverter sorgt einfach dafür. Das Problem ist, ähm, wenn man die Schaltung in einer anderen Himmelsrichtung baut, da stellen sich die Weichen eventuell anders. Das, ist ein, das Prinzip ist im Prinzip äh, ist meistens das gleiche, also ist komplett das Gleiche. Nur ab und zu mal, wenn sich wer sich mit Weichen auskennt, kennt das Problem. Sobald da irgendwas ist, muss man mit Invertern arbeiten. So, vor dem ganzen System gibt es wieder eine Einlaufsperre, das heißt, sobald ein Minecraft in das System reinfährt, gibt es vorher eine Detector Rail, die sieht man jetzt links in der Mitte im Bild. Sobald diese De Detector Rail aktiviert wird, gibt es wieder einen T-Flip-Flop und der sorgt dafür, dass dort. ...die Weiche so gestellt wird, dass alle anderen Minecarts wieder in die Warteschlange kommen. Wenn wir jetzt mal hier ein voll befülltes Minecart in die Warteschlange schicken... ...dann sieht man jetzt den Kreis mit Hoppern. Solange da was drin ist, sieht man jetzt gerade direkt im Frontbildschirm... ...wenn so äh, lange was drin ist, gibt das gegen Signal aus. Sobald das leer ist wird die Weiche nicht mehr gestellt. Eventuell muss man da wieder mit den Werten arbeiten, wenn man in der falschen Himmelsrichtung baut. Und das Minecart fliegt raus. Ja, wir gucken uns das Ganze mal an, wie das funktioniert. Hier haben wir den Kreis mit Hoppern. Unter der Booster bei, unter der Weiche eventuell auch. Und unter der. Äh, Detektorwell dürfen keine Hopper sein. Ansonsten hat man direkt die Hopper. Dort runter sind direkt Kisten, denn es kann sein, dass sich das Ganze aufstaut. Deswegen gibt es da so sogenannte Pufferkisten. Diese Pufferkisten sind mit einem zentralen Sammel mit einer zentralen Sammelstelle verbunden. Die gucken wir uns jetzt an. Da sieht man alle Hopper münden zu einer zentralen Sammelstelle hier alle zeigen in Richtung zentrale Sammelstelle und von dort aus werden die dann immer abwechselnd links rechts runtergeleitet, bis sie ganz unten ankommen. So, dort staut sich alles auf und so ähm, ja unten ist es die meiste Masse und wenn die voll ist, staut sich das ganz ganz in der Reihenfolge bis nach oben auf. Das ist ja sieht man in der Praxis relativ gut. So, zum Abschluss zeige ich euch dann nochmal den Zugang zum T-Flip-Flop. Dort ist die detector bay vom Ausgang, die mündet zum T-Flip-Flop, dann links diese Redstone-Leitung darüber. Die ist von der, vom Eingang, da ist die detector bay und mündet ebenfalls zum T-Flip-Flop. Der Ausgang vom T-Flip-Flop mündet dann zur Weiche, die dann die Warteschlange sozusagen immer verwaltet. Ja, und das war's dann soweit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt hier irgendwo klickt, dann findet ihr einen Link zum Tutorial von Shorkai, der euch zeigt, wie man eine Beladungsstation baut, die noch effizient und noch schneller funktioniert. Dort beladen an 8 Hopper gleichzeitig das Minecart. Einfach mal hier klicken oder in der Videobeschreibung gucken. Ja, ansonsten war es das. Die ganze Welt zum Download findet ihr auch in der Beschreibung sowie das Video von Shokai. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.